Ich bin Alexander Brust, ich bin Kurator am Museum der Kultur in Basel und bin hier für die Amerika-Abteilung zuständig. Mein Name ist Urs José Zuber und ich bin der Initiant vom Maya zu Vuja-Projekt. Es ist eine magische Agenda, die den Leuten helfen soll, die interessiert sind, wieder einen neuen Zugang zur Zeit zu finden. Die Maya haben eine 4000-jährige Geschichte. Und wenn wir von den Maya sprechen, müssen wir dann wirklich auch gucken, in diesen 4000 Jahren hat sich die Kultur natürlich sehr verändert und von welcher Zeit sprechen wir? Mayas sind definitiv eine spannende Kultur. Wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen vergessen, den Mais, die Kartoffeln und auch viele Spiele wie Himmel und Hölle kommen aus der Maya-Kultur. Mayas waren wirklich so fast besessen von der Zeit und haben ganz verschiedene Kalendersysteme entwickelt. Die Maya kennen, so wie wir, auch ein Jahr mit 365 Tagen und daneben aber einen zweiten Kalender, einen 260-tägigen Kalender. Das ist ein Ritualkalender, Wahrsagekalender. Und beide Kalender werden kombiniert zusammen, man nennt das Kalenderrunde, und aber jedes Datum hat zwei Zeichen. Zugleich haben die Maya noch eine dritte Zählung dazu genommen. Die sogenannte lange Zählung, und dabei rechnen sie aus, zählen eigentlich jeden Tag, der von ihrem mythischen Ursprungsdatum ausgeht, bis heute. Der Kalender, der sehr viel gebraucht wird, vor allem im rituellen Bereich und nicht nur bei den Maya, sondern auch bei anderen indigenen Kulturen aus der Region, ist der 260-tägige Kalender. Der Zolkin besteht aus 20 Tageszeichen, die mit den Zahlen 1 bis 13 kombiniert werden. Und das läuft wie in einem Zahnrad eigentlich nebeneinander her. Auf dem grösseren Rad haben wir die 20 Zeichen dargestellt. Und auf dem kleineren Rad haben wir die 13 Zahlen oder auch Frequenzen. Am Anfang sind die zwei Räder alle auf der Position 1-1. Und jeden Tag drehen die zwei Räder eins weiter. Und dann haben wir nachher am Schluss 13 mal 20 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und das gibt nachher die 260er Darstellung vom Zolkin. Wir haben alle noch in der Schule gelernt, dass die Zeit so ein Zeitstrahl ist, von links nach rechts. Ja, nie zurück, auch nicht auf und ab. Und Mayas, das Vermächtnis der Mayas ist, dass die Zeit wirklich eine Energie ist, die uns alle bewegt, uns alle am Drehen halten, kann man sagen, oder in einer spiralförmigen Bewegung. Man weiss auch, dass die Zeit verschiedene Qualitäten, verschiedene Eigenschaften hat, wie verschiedene Dichten, dass man manchmal Tage hat, wo man das Gefühl hat, es passiert sehr, sehr viel. Und dann gibt es Tage, wo man das Gefühl hat, es passiert wieder gar nichts. Die Zeit ist aber auch zyklisch, das kennen wir schon ein bisschen von den Tages-, Nachtzyklen, von den Wochen-, Monatszyklen, von den Jahreszyklen. Aber was auch sehr spannend ist, ist, dass die Zeit eben auch fraktal ist. Das bedeutet, dass in einem kleinen Moment, in einem kleinen Augenblick eigentlich bereits eine grosse Zeitspanne enthalten ist. Und dass das, auf das, wo man sich fokussiert, an einem Tag, dass das Potenzial hat, zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzutauchen und sich mehr Zeitraum zu nehmen. Also etwas vom Wichtigsten, was das Thema Zeit angeht, ist eben, dass es Zyklen gibt. Kleine, grosse, mittlere und ganz, ganz grosse. Und die Zyklen haben alle bestimmte Eigenschaften und bestimmte Themen. Und wenn wir natürlich wissen, dass eine Welle auf uns zukommt oder ein Zyklus, der zu einem ganz bestimmten, spezifischen Thema gehört, zum Beispiel Thema Liebe oder auch Selbstliebe, Selbstakzeptanz, und wir wissen, die Welle, die kommt langsam näher, dann können wir mit dieser Zeitthematik arbeiten. Wir können uns im Alltag immer wieder fragen, wie bin ich verbunden mit mir? Habe ich mich schon total selbst angenommen? Oder gibt es noch Ecken, die ich versuche wegzudrängen oder vielleicht auf andere Menschen zu projizieren? Und dann hilft uns das neue Zeitverständnis ganz spezifisch an wirklich relevante Themen zu arbeiten. Also ich kann eigentlich sagen, die ganze Kalendergeschichte ist eigentlich ein Hilfsmittel für die individuelle und kollektive Weiterentwicklung, und zwar mit 20 ganz, ganz, ganz zentralen Themen für die Menschheit. Wir leben alle noch und die Maya ja auch.
Wichtig ist aber zum Verständnis, es gibt, ähnlich wie wir feiern Silvester und Jahresumbrüche und eben auch Jahrhunderte, und ähnlich haben das die Maya auch gemacht, wenn bestimmte Kalenderrunden zu Ende waren oder so ein Sonnenjahr zu Ende waren, dass es bestimmte Rituale gab, um eben auch das Neue einzuleiten. Und Maya hat gesagt, eigentlich so um 2012 gehen wir in einen neuen grossen Zyklus, den sie Goldenes Zeitalter oder die fünfte Sonne genannt haben. Und Prophezeiung, und übrigens nicht nur von den Mayas, auch von, von Indien und von anderen grossen alten Kulturen, ist, dass wir eigentlich jetzt uns in einen Zeitraum bewegen, kann man sagen, wo es wirklich besser und hoffentlich auch friedlicher und bunter auf dieser Erde wird zu und her gehen.